Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Star Wars Republic at War in unserem kleinen Universum der Einsamkeit. Nee, irgendwie nicht. Ich meine, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Das müsste ich auch eigentlich wissen, ich habe das eben schon mal aufgenommen. Ja, und dabei wurde ich dann unliebsamft unterbrochen. Mitten in der Folge, das wäre weniger schön. Und da ich das für euch ja nicht wieder zerstückelt irgendwie hochladen wollte oder mir die 60 FPS kaputt schlagen wollte, da mein wunderschönes Programm immer noch keine 60 FPS erkennt, womit ich normalerweise Videos bearbeiten würde, weiß ich jetzt leider schon, was passiert. Nein, das wollte ich nicht. Deshalb werde ich ein bisschen vorausspielen. Jetzt, du. So, ich glaube nicht, dass wir die vor dem Angriff noch die ganzen Techniken kriegen. Das ist so verdammt laut gerade auf meine Ohren. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ach ja. Auch wenn die Flotte nicht groß aussieht, das ist viel zu viel, das sind viel zu viele Jäger, die zerschießen mir die Schilde der Raumstation sofort. Da habe ich leider dann keine Chance. Und, Moment, die Musik kann man doch ein bisschen lauter machen. So, vielleicht. Die zerschießen mir die Schilde der Raumstation sofort und der Rest, ja, ist Pillefalle, das kannst du vergessen. Alle spielen automatisch. Plop. Okay, da hätte ich mehr hingekriegt. Aber egal. System verloren. Unsere Flotte ist ja schon auf dem Weg. Ich hab das überhaupt nicht vorher gewusst. Nein. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Pechspin. Ja, das wäre ich auch. Ich wollte mal automatisch ausprobieren. Da hab ich's. Oh, ja, der denkt noch nicht mal so Cypher wie. Gut. Gut. Oh, Moment. Nein. Wie sieht eigentlich da der Boden aus? Ach so, das war das. Ja. Böden. Krabbchen. Einheit wird produziert. Einheit so. Wird produziert. Wird der gleich so voll am Boden angegriffen. Aber ja. Konstruktion abgeschlossen. Ach ja, was ich genau im letzten Part auch noch erwähnt hatte. Also der jetzt nicht mehr. Nie wieder zu sehen sein wird, weil er gelöscht wurde. Also, das, was ich schon mal aufgenommen hatte, meinte ich. Gut, wunderbar, starten. Da hatte ich auch noch was über die Handelsrouten erwähnt, ne? Ihr kennt ja diese Hyperraumrouten. Das zeige ich euch gleich, die mit den weißen Linien zum Beispiel, die Planeten verbinden. Das wusste ich vorher interessanterweise nicht, dass das auch Handelsrouten sind und dass das auch Geld einbringt. Ja, das muss man einem aber auch erstmal sagen. Und dann habe ich noch irgendwo gelesen, dass man die Jäger angeblich reinforcen kann. Also, Jäger, so allgemein, so Sachen. Was schießt denn da sofort? Genau! Halt's ab! Das ist doch nicht dein Ernst! Ja, du mich auch! Alle Jäger Angriff, Malevolence vorrücken. Oh geil, Kreuzer verloren. So, du vielleicht auch mal woanders hin. Bring die Prudence Kreuzer nach vorne, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Bollwerk auch mal vorne, ey, das ist der dumme Nebel. Jäger, Angriff. Ist das so? Boah, komm! Das ist doch nicht dein Ernst. Malevolence, vernichte sie. Und zwar allesamt. Los. Zerstör. Ach, das ist doch. Ich krieg's kotzen. Die ganzen Jäger. Wenigstens zugleich hat er vernichtet, ey. Aber ich habe viel zu viel verloren. Hypothetisch hätte ich gar nichts verlieren dürfen. Hyperraumsprung, Moment. Kein Antrieb, zerstört.
Du hast noch einen Antrieb. Zerstört den Antrieb. Da hinten sind noch Kackpratzenkreuzer, aber sonst werden wahrscheinlich einige den Jäger überleben. Danke. Hui. Ach, das ist auch kaputt. Tonnenweise Jäger einfach nur alles niedermannt. Und da sind eine Menge Jäger gekommen. Ja, das hätte nicht passieren dürfen. Aber genau das hat ja auch mit meiner Raumstation gemacht. Da wollte ich. Da können wir nachbauen. Wird hergestellt. Und hier unten wollte ich. Das Gefecht steht gleich bevor. Ach ja, genau, da war ja was. Interessanter. Achso, nee, das ist immer noch diese. Hier wollte ich jetzt Kreuzer bauen. Fahrzeug wird produziert. Irgend sowas. Ich weiß es nicht mehr. Starten, ja, ja. Oh. Ja, okay, das erklärt einiges. Ich meine, die Bodenschlacht muss ich ja eh alle immer noch selbst machen, damit wir die Planeten nicht verlieren. Aber jetzt hatte ich auch keine Gelegenheit, euch das mit den Hyperraumrouten zu erklären. Also so wie. Ich weiß ja nicht, was. Kann ja gut sein, dass ihr das auch schon wisst und ich hier jetzt so. Oh, was? Nach der so langen Zeit, wo ich das Spielchen spiele. Merkst du das erst jetzt? Ach, du bist ja ein Genie, ne? Wir haben einen Bauplatz erobert. So, und jetzt baue ich wahrscheinlich zum fünften. Moment, ihr wartet nochmal kurz hier. Jetzt baue ich zum fünften Mal irgendwelche komischen Sachen hier. Davon kommen lassen. Wir haben einen Bauplatz erobert. Habe ich keine Droidikas? Bob. Bob. Kommando Droiden. Bob. Wir haben einen Bauplatz erobert. Bob, also Angriffsbewegung hoffentlich. Wir haben einen Bauplatz verloren. Ah toll, jetzt habe ich hier vergessen, was zu bauen. Konstruktion. Bleib du mal hier. Du mal da. Du mal da. Wir haben eine Landezone gesichert. Wir haben einen Bauplatz komm, erobert. Komm, komm, komm. Wir haben einen Bauplatz erobert. Ne. Eigentlich müsste ich das andersrum bauen, aber egal. Erobert. Da sind sie. So. Hätte eigentlich direkt mit dem kurzen Prozess machen können, aber wir egal. Wir sollten da bleiben. Bauplatz verloren. Wir haben einen Bauplatz erobert. Ah, ist das nicht eine schöne U-Form, wie ich. Plopp, 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 plopp. Oh. Hi. Der war das letzte Mal nicht da. Wir haben eine Landezone gesichert. Geschützturm wird gebaut. Ist ja eigentlich die Reihenfolge schon fast egal. Geschützturm wird gebaut. Ja. Droide meldet sich. Ist hier oben noch irgendwas? Dorthin. Reparaturstation wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Geh jetzt dorthin. Ist das nicht. Und er kann nicht schießen, das finde ich so gut. So. No, bin zu doof. Mein Rohr. Oh, oh, jetzt kommt er auf die Idee. Jetzt kommt er auf die Idee. Na, mein schöner Krabbendroide. Konstruktion abgeschlossen. Vorrücken. Da hinten ist nichts mehr. Weiter, 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 weiter. Wo bleiben die Panzer? Schießt, 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 schießt. Piu. Ach, könnten die nicht noch ihre Raketen da unten benutzen? Das wäre doch auch schön. Ach, jetzt werfen sie die Granaten drauf. Na ganz toll. Ich glaube, das macht mir gleich schön Friendly Fire. Wir haben einen Bauplatz erobert. Noch? Teilweise nicht. Wir haben so viel verloren, oh mein Gott. So, wo bleibt die Flotte? Konstruktion. Wir müssen wahrscheinlich dahin, dahin, dahin. Oder irgend sowas. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ja.
Automatisch, verliere ich eh. System verloren. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist. Ach, genau, Raumschutz muss noch gebaut werden. Beginnt. Ihr müsst noch darüber. So. Fertig zum Angriff. Und genau, hier die Handelsrouten. Ne? So, jetzt dazu mache ich Pause. Wie ihr seht, hat das Ding. Also. Nee, zeigen wir das hier lieber hier unten. Hier habe ich mehr Handelsrouten. So Lust zum Beispiel hat einen Einnahmen von 730. Das kann man hier, wusste ich vorher auch noch nicht, schön anzeigen lassen. Planeten, also hier einmal haben wir die Gasraffinerie, weil ist ja ein Gasplanet zur Lust. Ne? Okay, ist ja eigentlich ein Lavaplanet, aber anscheinend ist auch Gas. Und weil es direkt auf so einer schönen Hyperraum-Schnellroute ist, nenne ich mal, so einer Hyperraum-Autobahn für unsere Schiffe, ist das auch gleichzeitig eine Handelsroute. Oder anders gesagt, besser gesagt, andersrum. Weil es eine Handelsroute ist, können sich unsere Schiffe da schneller bewegen. Und deshalb kriegen wir da auch Geld für. Weil, als ich so mal so drüber gegangen bin hier, sieht man das uns auch interessanterweise, was man da alles hier schon aufgelistet bekommt. Ich finde, die Arenen der Separatisten sind noch ein bisschen unterbewertet vom Preis her. Aber naja. Weiter. Malevolence. Ich hoffe, ihr baut das da jetzt mal schön. Ihr fliegt schon mal weiter. Geh jetzt dorthin. Mir gehört ja trotzdem mir. Und interessanterweise muss man jetzt hier für Unterentwicklung bezahlen. Nee, hier ist es. Zerstörer nee, doch nicht, sich. Ach so, ja, genau, weil da vorher noch nicht. Taktisches Gefecht steht gleich ist. Bevor. Wo? Automatisch gewonnen. Unser OP-Zerstörer hat mal wieder zugeschlagen. Und eine, echt mal endlich wieder eine große Schlacht. Ja, komm, machen wir das noch in diesem Video. Ach, davon würde ich auch noch mehr gebaut haben. Egal. Muss ich jetzt mit leben. Starten. Die Flotte der Separatisten ist eingetroffen. Muhaha. Laden. Laden los. Lad schneller. Lad viel schneller los. Ach und ich habe auch letztes Mal versucht, also anders gesagt heute, den halben Tag damit verbracht, zu versuchen. Republic at War. Der anhaltende Stillstand in diesem Krieg ist ja nicht länger tragbar. Online spielen zu können. Also, ne, ja, Multiplayer, wir ganzen, was weiß ich, tollen teilen. Ja. Ich hab's einmal mit Game Ranger probiert. Oh, Hyper-V haben wir. Ich hab's auch einmal mit, Da sind sie. Ich hab's also mit allen möglichen probiert. Ich hab's mit Game Ranger, ich hab's mit Hamachi, ich hab's mit Tangle oder wie das scheiß Ding heißt, probiert und hat alles nicht funktioniert. Ja, fair. Ich hab nie ein Match gefunden. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwo große Powder und so weiter? Ja, da vorne. Du mal auch nach vorne. Jetzt will ich dich mal im Einsatz sehen. Hast noch nicht mal eine Sprachausgabe. Wunderschöner Kreuzer. Oh scheiße, oh scheiße. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Okay, Bomber. Ach, der ist eh schon im Arsch. Dann vielleicht von dem hier, weil der der nächste ist. Da. Und Jäger. Ja. Komm schon, alle davon. Hier. Bob. Hier drauf. Ja, ich versuche gerade ein bisschen rumzuprobieren, dass ich noch möglichst viel Schaden kriege. Also, dass die noch möglichst viel Schaden abkriegen. Los, mach die dummen Triebwerke kaputt. Wunderschön. Okay. Eure Triebwerke müssten jetzt im Arsch sein, ja. Dann geht sich jetzt aber da drauf nochmal. Bevor die anderen es doch nicht hinkriegen.
Cypher V wird nicht schnell genug wieder online sein. Ne, die Bomber kommen nicht schnell genug. Schade. Ah, wunderbar. Haben noch ein bisschen was kaputt gekriegt. Aber wie man sieht, die Flotte der Separatisten ist nicht aufzuhalten. Aber ich kann schon wieder eine neue Raumstation bauen. So langsam geht das echt ins Geld, die ganze Zeit neue Raumstation. Abgeschlossen. Providence-Kreuzer steht bereit. Ja, und da genau, die Flotte ist auch schon auf dem Weg. Und die sind da, also kann ich jetzt mal hier das dumme Autogefecht machen. Autogefecht, los, los, Autogefecht. Hallo? Invasion Danke. Beginnt. Automatisch. Gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel. Alter. Was hatte der denn da alles? Ja, klar, wir haben es jetzt geschafft. Ich glaub's auch. Zur Galaxis-Karte. Kontrolle über das System erreicht. Gut. Gut, was? Gebäude wird errichtet. Online. Genau, wir können jetzt auch den Planeten erreichen. Ist natürlich auch eine Hyperraumroute da. Okay, gut. Was haben wir denn da jetzt? Nur ein Sternzerstörer. Wunderschön. Den kriegen wir da. Meint es noch was zum Hyperraumrouten zu sagen? Nee, ach genau. Angeblich soll aber auch. Das müsste ich eigentlich in. Das sah so aus, als wäre das Lucrid-Schiff in dem Malevolence. Ja. Moment mal. Wenn die Malevolence jetzt gerade ausfliegen würde, würden die sich theoretisch rammen, aber zum Glück geht der das nicht. Der anhaltende Stillstand in diesem Krieg ist nicht länger alles auf den Auftrieb. Ja. So, ausnahmslos Antrieb. Die Triebwerke außer Gefecht setzen. Ja, Sir. Lololo. Greift die Triebwerke an. Ja, klar, was? Der steckt sofort ein. Die stecken alle sofort ein, ey, wie die Sau. Der Sternzerstörer ist schon heftig. Ja. Komm schon. Ihr habt eure Angriffsbefehle. Ich hab gesagt, Antrieb. Antrieb. Danke. Stopp, 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 stopp. Jäger, da auch nochmal Antrieb. Bomber, da auch nochmal Antrieb. Du vielleicht auch nochmal Antrieb. Die Triebwerke außer Gefecht setzen. Was fällt mir noch ein? Ja, die Sachen sind halt nicht schnell genug, ne? Oh, du vielleicht da mal. Zerstörer steht bereit. Ja, Sir. Und ihr auch nochmal Antrieb. Weiter spielen. Hui. Wir lassen alles. Die bösen Gunships. Ach, scheiße, das ist. Aber der Sternzerstörer ist im Arsch. Die Lads. Das sind ja die Gunships, ne? Neue Raumstation. Gebäude wird errichtet. Hier auch wollte ich auch neue Raumstation. Aufbau beginnt. Und hier wollte ich auch nochmal hin. Hier ist mal die gleiche Kacke. Ich krieg die nie wirklich zu einer gescheiten Schlacht gestellt. Euch kann ich jetzt mal woanders hinschicken, da zum Beispiel. Euch da. Einfach nur so. Ne? Wie viele Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Okay. Wir kriegen anscheinend in dieser Folge sehr viel hin. Ich weiß auch nicht, wo sich die Truppen hin zurückgezogen haben. Wahrscheinlich werden die sich jetzt hier auch wieder zurückziehen. Weil Baum eben, ne? Aber ich find's echt dämlich, dass, ich glaube schon Tech 4 Raumstation. Das habe ich nämlich mal mitgekriegt, als ich die Welt hier wieder angegriffen habe. Ja, der zieht sich gleich zurück. Da ist zum Glück noch eins. Der Stillstand in diesem Krieg ist nicht länger tragbar. Jedenfalls eine Tech 4 Raumstation konnte schon. Ja, Venatoren rufen. Ja, Sir. Hallo? Ja, ist interessant. Krieg ich auch irgendwie die Kamera wieder zentriert? Nee. Oder Position 1? Ja, doch, Position 1. Ja. Bomber, Antriebe zerstören. Ich will, dass die Flotte hier bleibt.
Ja. Ne? Na, aber nee, also ich meine Flotte werde ich jetzt ganz bestimmt nicht dahin bewegen. Ja. Los, komm. Bewegung. Bewegung. Irgendwas müssen wir doch hier behalten. Ja. Der da, der da. Ja, Sir. Der da, der da. Schnell. Scheiße. Jetzt sind alle wieder weg. Schon wieder. Und sie haben eine Raumstation der Stufe 1 verloren. Wow, toll. Und ich finde es auch wieder immer wieder interessant, wie die KI einfach nichts aus ihrem Geld macht. Egal welche KI. Auch KI schwer. Moment, wir können ja nochmal gucken. Geschichte. Guck da mal, die hat bald 1 Million. Und wir dippeln da bei, ja, nicht nennenswerten Geld was drum. Wie viele Ruinen haben wir jetzt? Immer noch viel zu wenig. Da brauche ich mehr. Fahrzeug wird produziert. Und hier unten. Ach, ich kann ja noch gar keine Ruinen bauen. For real Droid Army. Was haben wir hier auf dem Boden eigentlich? Viel zu viel. Husch. Fregatte meldet sich. Schein braves. Was weiß ich. Droiden-Commander, klar. Kampfdroide meldet sich. Taktisches Gefecht steht Boah. Gleich bevor. Oh, jetzt sag mal, das ist doch nicht ernst erstmal. Es nervt, ich muss immer wieder zwischen den beiden Planeten rumspringen, weil das halt die dummen Grenzwelten sind, ey. Automatisch. Okay. So. Flieg da mal runter. So. Die Republik soll von unserem Kommen überrascht werden. Nebenbei, du kannst es vielleicht hier mal ein. Ach, nicht. Hier kann man gar keine OP. Hier abgeschlossen. Vielleicht. Ja. Einheit wird hergestellt. Da fällt mir gerade ein. Ich muss ja auch nochmal die Flotte verstärken. Also die Flotte. Die soll mal da sein. Konstruktion so. Abgeschlossen. Oh, das ist so nervig, so unglaublich nervig jedes Mal. Ich glaube, meine Armee wird aber auch hier immer kleiner, kann das sein? Naja. Das machen wir in der nächsten Folge. Weil jetzt würde ich sagen, habt ihr genug dieses wunderbare Kunstwerk genossen und seid bereit für die harte, reale Welt. Ich weiß nicht, was ich hier labere. Vergesst es einfach wieder. Okay, dann sage ich einfach mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal.